Wenn die Wände sprechen könnten. Wenn die Wände sprechen könnten. Die Wände sprechen? Ja. Der Schall trifft gegen die Wand und was geschieht dann mit ihm? Warum kommt er nie zurück? Die das Wand ist doch eigentlich auf, oder? Ja, das ist gemein. Der geht verloren, einfach in der Wand verloren. Sprich einmal gegen die Wand. Hörst du, was ich sah? Durch den Trichter? Mhm. Durch die Wand gesprochen. Wahnsinn. Haut's dir die Uhren raus? Haut's dir die Uhren auseinander? Das Mausschutzer da drinnen. Das Meer kommt durch die Wand. Das war ja alles immer Meer. Viel mehr. Die Hollabrunner Bucht. Mhm. Von da bis da. Der Rest von den Wasserschnecken ist noch da. Und die Seekühe. Hat es die auch schon gegeben? Im Trias, oder wie das heißt? Ich glaube schon. Die waren sicher riesig. Riesige Wasserkühe. Riesige Seekühe. Die haben das Ganze. Mit das ganze Raum ausgefüllt. Die waren raumfüllend, ne? Die sind ein Raum. Wieso ist der Raum eigentlich männlich? Das ist nur Konvention. Ah. So wie beim Vater. Der Vater muss ja auch nicht männlich sein, oder? Die Vater? Die Vaterin. Die Gevaterin. Mhm. Da lachen die Hühner. Die Hähne. Die Hähne. Ach, Goldener, liebst du mich auch? Nee. Hat das die Wand jetzt verändert, sagst du? Na, schau dir das an, das warst du. Das warst sicher du. Ich war das nicht, das musst du gewesen sein. Wir haben doch gar nichts gemacht. Nur gesprochen. Tja, das sagen die Leute immer. Die Leute sagen das immer, sie waren es nicht. Du bist auch nicht anders. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Woher willst du das wissen? Das war der Wolfgang. Das war der Wolfgang. Das war der Jonathan, das war der Jonathan. Das war unbekannt. Na super. Das war der Daniel. Und das warst du. Du hast den Trichter. Ja. Der kann das. Kann er den Trichter hineinsprechen und dann kommt unten wieder raus? Mhm. Zum Beispiel kann ich das da so rübersprechen. Aha, und jetzt fange ich es auf. Und jetzt ist schon wieder verloren. Ja, warte, wir können es fangen. Sprich einmal. Wenn ich soll, dann kann ich nicht. Aber ich habe jetzt. Jetzt weiß ich nicht. Ich rede. Ich rede und rede und rede und rede und wo fällt es hin? Nee, jetzt ist schon voll. Oh. Die Tüte ist voll. Ja. Bespoken. Bespoken. Oder? Angespuckt. Jetzt kannst du mal direkt ins Hirn sprechen. Jetzt schaust du aus wie ein Burgfräulein. Ohne ja. Schleier, aber immerhin. Aber man kann oder mit der Nagelkappe. Aber man kann jetzt direkt hineinsprechen und das. Und das kommt auch in deinen Kopf. Na, dann merkt er das wenigstens auch für alle Mal.
Was okay, geschehen? Ich gebe es zu, es war ich. Siehst du, wie das wirkt? Wenn man direkt in den Kopf einrennt, ja, dann wird alles andere ausgelöscht. Das ist direkt schaurig. Du manipulierst mich. Aber ganz ohne Hände, nur mit dem Mund. Ja, du sprichst einfach in mich, auf mich. Mhm. Die Sprache ist mächtig. Die Sprache ist mächtig. Wir sind der Sprache mächtig. Mhm. Hoffentlich. Kann man eine Sprache beherrschen? Nein, Sprache beherrscht uns, oder? Mhm. I speak English. Me too. Gavarin Baroski. Das haben die Polizisten immer gehabt, wie ich ein kleines Kind war. Die haben Schilder gehabt. Je parle français. Und die Polizisten haben wirklich... Die haben nur die Schilder gehabt oder die haben wirklich Französisch? Das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht können. Ich habe es aber lesen können bald einmal. Dann sprechen die in Russisch. Gavarin Baroski in Zyrillisch haben sie ja auf der Polizei. Ich weiß aber nicht mehr, ob links oder rechts. Links, oder? Links wahrscheinlich. Rechts haben sie ja stehen gehabt, ich spreche Deutsch. Das war ja selbstverständlich. Achso, das braucht man nicht aufschreiben. Ja, über das Selbstverständliche brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Über das Selbstverständliche sagt man lieber nichts. Das versteht sich ja von selbst. Das muss man beschweigen. Ja. Schweighofer. Schweighofer! Wäre nicht schlecht, wenn der Hofer schweigt. Momentan ist er eh ziemlich still. Ja, weil er bartlos ist jetzt. Hat der ein Bart gehabt? Der Andreas Hofer. Der Andreas Hofer hat auf jeden Fall ein Bart gehabt. Ja, das war noch ein Mann. Und ein Antisemit. Wirklich? Die habe ich letztens gelesen in der Zeitung. Nein, damals war jeder Antisemit wahrscheinlich. Vor allem jeder Tiroler, glaube ich. Na, darum war er gegen Napoleon, weil der hat dann die Juden befreit. Der hat ihnen die Bürgerrechte gegeben und das Ghetto von Frankfurt geschliffen, zum Beispiel. Naja, du weißt ja gar, dass so ein Tiroler Volksheld dagegen sein muss. Mhm. Wahrscheinlich auch wegen dieser Geschichte mit dem Anteil vom Ring, oder? War das auch? Da habe ich eine Hypothese zum Handeln von Rennen. Nämlich? Ich glaube immer, die haben dort einen fahrenden jüdischen Händler erschlagen und dann haben sie behauptet, der hat ein kleines Kind umgebracht. Und deswegen haben sie ihn erschlagen müssen? Ja. In Reaktion auf seine Schandtaten? Mhm. Ja, das ist eine glaubwürdige Hypothese. Irgendwann wird man das herausfinden. Und dann werden wir darüber sprechen. Ja. Momentan schweigt man. Momentan schweigt man. Mhm. Gibt es noch das Passionsspiel in Rhin? Keine Ahnung. Ob die Passionierten noch dabei sind? Mhm. Sondern mehr für die öffentlichen Hotels im Moment. Ja. Vielleicht ist er an der ersten Corona-Variante gestorben, der andere. Ja, vielleicht. Vielleicht hat er der Speckbacher an sich gezogen. Mhm. Vielleicht ist er zu schnell in die Berge gelaufen. Die Berge sind sehr gefährlich. Berge sind gefährlich, die Berge können am Kopf fallen. Mhm. Oder man stürzt ab. Aber sie haben ein Echo. Ein Echo?
Es fehlt uns da, wir haben da kein Echo. Kein Echo. Kein Echo weit und breit. Breit, 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 breit. A. B. Was für ein Echo? Echo, oder? Ein intelligentes Echo, das zurückrät. Dem müssen wir was einfügen. Die bloße Wiederholung ist es nicht. Ba, 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 ba. Halli, halli, hallo. Hallo. No. Na, hallo. Hallo, du. Ja, sowas. Kennst du mich noch? Irgendwie kann ich mich erinnern. Aber nur mal ganz dunkel. Wie kommst du mir eigentlich bekannt vor? Na, was kann das gewesen sein? Okay. Da hinten irgendwo. Am Berg. Am Berg? Mit Schnaps und Speck. Na, dann wundert es mich nicht, dass wir uns nicht erinnern können. Und Kaslerfiers. Am Matratzenlager. Ja, Maria. Das wird es gewesen sein. Darum kann ich mich so nur dunkel erinnern. Ja, eingenebelt von allen Gerüchen des gesunden Lebens. In der freien Natur. Ja, Bergheil, kann man doch mal sagen. Mhm. Über Stock und Stein. Warte mal, bei den Steinen schwimmen. Ja, genau. Du kannst alles aufmachen. Genau. Immer die Steine rausholen. Manche holen sich ja die Rosinen heraus. Aus den Schuhe? Das weiß ich nicht, ob sie aus den Schuhen holen. Bitten Sie auf den Felgen woher. Da ist ja Rosinenpickerin. Ja, weil ich habe sie nicht gerne im Kuchen. Ja, du legst es dann auf die Seite. Ich esse lieber extra. Aber du isst sie dann? Ja. Also ich finde, die Rosinen teilen die Welt. Es gibt die Rosinenbefürworter und die Rosinenablehner. Rinnen. Naja, ich bin in between. Weil ich mag sie, aber ich mag sie nicht gemischt. Das ist eine gefährliche Position. Oder muss ich mich auf eine Seite schlagen? Wie wenn du so ein Mischmasch bist, das spricht nicht von Charakterstärke. Nein, Charakter muss man sich leisten können. Ja, kann man sie vielleicht kaufen. Was sind Sie für ein Charakter? Was wollen Sie für einen Charakter? Also ich bin auf jeden Fall charakterstark. Ich weiß nicht, wie ich nicht komme, aber dafür bin ich geschwinder dort. Es ist auch eine Art von Charakter. Oder wo? So. Hauptsache geschwind. Hauptsache stark. Ja, Hauptsache geschwind, das ist nicht. Hauptsache stark ist gut. Hauptsache stark, Hauptsache geschwind. Hauptsache gescheit. Ja, genau. Hauptsache nicht schuld. Das ist mehr so österreichischer Charakter. Nix sehen, nichts hören, nichts wissen. Und verstehe schon gar nicht. Laut. Sprecherinnen, laut, laut, leise. Man kann nicht leise ins Mikro, ins Megafon sprechen. Das geht nicht. Du musst nichts verkehren. Irgendwas, ja. Raps, 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 raps. Kolle, 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 raps.
Ja. Eh schön. Sehr schönes Echo. Ja. Ja, eh. Das kann man weiter verbreiten. Jeder soll ein Recht auf sein Echo haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Genau. Dann sagt der andere ja oder nein oder ja, aber. Ja, aber. Gemacht habe ich ja nicht was anderes. Ja, wenn Sie mich so fragen, dann. Vielleicht doch nicht. Ja, auf jeden Fall war das nicht. Was auch immer geschehen ist, wir waren es nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesehen. Na, der ist schon gar nicht, der ist schon immer weg. Ja, dort in die Richtung, da sieht man halt dann meine Schandtaten, da sollte das nicht so hinschauen. Ich habe jetzt nur diesen. Man dachte, was verbirgt es? Wer hört da mit durch dieses Rohr? Seku? Die Seku, oder? Nehamas Truppe. Wie kommen denn die da rein? Nur von oben, durch den Schornstein. Von einem Hörrohr da herunter. Ach so, oder von unten, vom Keller. Oder von, ja. Eher von unten. Dabei schaut das so schön aus, so rund. Und gediegen. Ein gediegener Abschluss eines Hohlraums. Das ist aber ein Charakter. Das hat wirklich ein Charakter, diese Scheibe da. Der Handwerker hat sich was gedacht. Nicht irgendein Plätschchen, sondern rund. Kreisrund und die hat keinen Fehler, da ist nichts. Ohne Fehler und Tadel. Das ist, insofern wirst du recht haben, dass der Nehammer dahinter steckt. Ordentlich ausgerichtet. Das ist so ein. Beobachtungsposten. Mhm. Ich sehe ein geheimes Ohr, glaube ich. Die hören da was. Das ist wie ein Mikrofon direkt ins Innenministerium. Sag einer was. Ich sag du was, weil ich weiß nicht. Schau da weiter hin. Na, sag ich noch was. Ich wollte dir nicht was sagen, aber es ist zu. Ui! Es drosselt es! Haha! Bravo! Und? Jetzt haben wir es ja noch gesagt. Ja, was, ganz laut. Ich hab's nicht du hast das nicht gesagt, aber ich hab dich motiviert. Ja, das stimmt. Aber eigentlich bist ja du schuld. Du hast mich manipuliert. Ja, ich bin schuld. Du bist verführt worden. Ich war ja nie auf die Deko. Du hast die Flüstertüte ins Gespräch gebracht. Bei Flüstertüte muss ein einfaches Spion und bei Spion muss ein einfaches Innenministerium. Und was soll man dann machen? Das hat halt so eine interne Logik, oder? Das geht nicht anders. Ja, das wäre mal so, oder? Ja. Falls uns wer fragt. Wir bereiten uns jedenfalls vor. Wir bereiten uns vor? Auf den Ernstfall. Falls es irgendeinen Ausschuss gibt? Ein Ausschuss? Ausschussware. Ist das billiger? Ist es so mit einem Nannenbruch? Ein Kilo um einen Schilling? Ja, das so wie bei der AIDA gibt es doch auch. Ah, der Cremeschnittenbruch. Na, das war der Wahnsinn. Gibt es das noch? Ich glaube schon. Ich meine, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch AIDA? Tja. Nur mehr in der Oper am Ende. Nein. 4 Stunden oder sowas. Das ist ein ziemlich langer Schirm. Ja, eine Pause dazwischen, oder? Da kann man dann Würstel mit Soft essen. Oder ein Cremeschnitten. Oder ein Cremeschnitten. Weil Bruch haben sie dort nicht in der Oper. Das sind zu fein. Das sind zu fein dazu. Höchstens, wenn der Herr Lungen kommt, dann gibt es vielleicht einen Cremeschnittenbruch. Ich glaube, der Bruch, weil er Baumeister ist. Der bricht ja überall durch. Der kann da durchbrechen. Heben wir uns einen Bruch mit dem. Was wohl?
Weiß ich nicht. Da ist vielleicht ein Schatz geboren. Nein, das wirkt ziemlich kompakt. Zugemauert. Da ist irgendwas zugemauert. Das ist verdächtig. Ja, das ist viel verdächtig. Ja, ich weiß auch nicht, wir sollten das mehr hinausposaunen. Gehen wir zu heute. Heute? Na ja, oder Österreich, oder? Ah! Diese Qualitätszeitung. Ah! Denen könnten wir doch das schicken, oder? Dass sie ihre Reporter herschicken. Mhm. Also lautsprechen heißt informieren. Wir informieren die Leitmedien. Wir informieren, das ist unsere wichtigste Aufgabe, die Leute zu informieren. Wir haben eine Botschaft. Es ist auch eine Pflicht. Hört, was die Wände sprechen. Wir haben ja immer gesagt, wir haben einen Charakter, oder? Wir haben ja nicht gesagt, was für einen. Das haben wir nicht gesagt, und das macht ja nichts. Charakterlos sind wir nicht. Keinesfalls. Also wenn das jemand unterstellen würde, dann glaube ich. Boah, du traust dich was. Geh sofort zu Gericht und glaube ich. Mhm. Das dauert da wie immer. Kommt drauf an. Auf was? Ich weiß nicht, wie lange der Richter braucht zum Recht sprechen. Es spricht ja jeder. Es sprechen die Richter, es sprechen die Verkäuferinnen, sogar die Tischler sprechen. Ah ja. Heutzutage schweigt niemand mehr. Na? Na, die Kirchengemeinde schweigt, glaube ich, noch immer und hört auf den Pfarrer. Die Kirchengemeinde, ja. In der langen Nacht der Kirche wird die Kirchengemeinde schweigen. Ja. Und manchmal dürfen sie singen, oder? Ist das Blasphemie, wenn man Amen sagt? Ich glaube nicht. Das ist ja Tradition. Mhm. Wir haben überhaupt so verschiedene Traditionen. Das sagen auch alle, ne? Amen. Ja und Amen. Mhm. Das wird noch nie jemand Nein und Amen sagen. Amen. Nein. Dein Wort sei ja, ja, nein, nein. Das hat doch der Luther gesagt, oder? Nein, das hat der Jesus gesagt, oder wer hat das gesagt? Weiß man nicht. Weil, so gut sind wir da auch nicht relativ. Nein. Aber manchmal muss man doch auch vielleicht sagen dürfen. Oder jein. Oder jein, oder? Jein ist ja überhaupt. Oder na ja. Das könntest du zu den Rosinen sagen. Jein. Ja, jein, jein, jein. Es so nein, aber es kommt keine Rosine. Nein, aber es klingt auch so verquengelig. Das ist das klingt deppert, ja. Jesus, nein. Nein, nein, das klingt nein. Das klingt so. Nein. Ja, das klingt gequetscht, oder? Nein. Nein, nein. Nein, nein ist ja auch kein Wort. Das ist ein Kunststück. Ein Kunststück? Das kann man in die Flüster. Das ist was Künstliches. Das kann man in die Flüster ausenden. Jein. Kommt jetzt raus? Ja, entweder ja oder nein. Ah, die macht es. Das trennt. Das trennt. Das trennt die Spreu vom Weizen. Das tut den Sinn extrahieren. Ja, das ist so ein Sinnextraktor. Sinnextraktor. Oben gehst du eine, die sinnentleerten Begriffe und siehst du nicht schon vor. Man checkt davor. Aha. Diese Glitzerdinger da. Ja, woraus muss man das jetzt sprechen? Oben sagt man rein, Zusammenhalt, Infektionsgeschehen, Prävention. Die gehen ja gar nicht durch. Intensivstationsbelag. Und dann kommt was Vernünftiges raus, wenn man es gut schüttelt. Ich glaube, es ist dann zu sperrig wieder. Wenn man vorher auch klein. Impf zum Beispiel? Impf geht durch. Impf geht durch. Mhm. Information, Infinitiv, Infiltrieren, Fakt,
Infarkt geht auch noch durch, oder? Mhm. Infantil. Ist zu dick. Ja, okay. In einem Fort, da ist nicht ganz dasselbe. Naja, das sind ja drei. Hinfort. Fort. Fort. Fort da. Fort da, fort mit dir. Fort an. Fort an. Mhm. Fahre fort. Wohin? Rohr. Nach Rohr. Da kommt man direkt ins Rohr. Naja, weil man sehen wird, dahinter ist. Mhm. Es ist ja auch eine unserer Pflichten aufzudecken. Diesen Deckel. Zu informieren, dass es. Was hinter diesem Deckel steht? Eine demokratische Pflicht. Aha. Was können Sie, aber vielleicht kommt die Pestilenz daraus. Dann sind wir schuld, wenn ganz Wien am Flach liegt. Und dann kommt Niederösterreich und dann kommt Burgenland. Und alle liegen auf der Straße. Wann wird es öffnen? Die Büchse der Pandora. Da kommt sicher der Hacker. Ganz ohne Prometheus. Und da kommt alles aus. Das ist eigentlich, ja, du bist recht dran. Irgendwo muss ja das Übel sein. Das muss doch einen Ort haben. Wohl oder übel, ja, das muss so sein. Üblicherweise versteckt es irgendwo. Üblicherweise findet man heraus, wo der Hund begraben ist. Ja, das aber weil der stinkt. Oder die. Die tot sind Bellen nicht. Die beißen glaube ich auch nicht, oder? Nein, aber sie können einen infizieren. Sie können einen infizieren, außer du bringst es auf den Hundefriedhof. Man könnte sie auch verbrennen. Da kann man Seife machen. Also. Wenn man es kocht. Ach so, ja. Wenn man es verbrennt. Also dann hat man Aschen und einen Dünger. Verbrannte ja, Hunde zum Tagen. Mähst du deine Riebisson mit Hundendünger? Schlafende Hunde wecken. Hat die Polizei jetzt Hunde oder nur Pferde? Oder? Hundstrümmer. Hundstrümmer, ja. Vielleicht machen die auch eine Hundstrümmer-Sammlung, die Polizisten. Weil man muss ja Strafe zahlen, wenn man seinen Hund scheißen lässt, öffentlich. Ja, weil wir wissen, dass das Gackerl und Sackerl können. Ja, die kann man auch zahlen, wenn man die erwischt. Super. Ich habe leider noch keinen gesehen, aber das machen wir sofort. Foto und geht schon. Das ist ja gut mit der modernen Technologie. Das ist super. Das ist super mit den Handys. Da kannst du alles fotografieren. Jeden Hund vorher. Ein Hundescheiß-Video kann man machen, in 0, nichts. Sehr praktisch, also ich bin froh, dass es so gute Kameras gibt. Mhm. Man ist quasi nie allein. Google ist immer dabei. Ja, man kann immer mit Siri sprechen. Die frage ich nächstes Mal, die Siri, ob sie das Wort Jein kennt. Das ist eine gute Idee. Weil wenn die das kennt, dann gibt es es. Ja. Erinnere mich bitte dran. Real ist, was der Computer versteht. Alles andere ist reine Imagination. Ja, das ist ja heiße Luft als andere. Alles andere ist Fake. Auf Facts kann der Computer antworten. Ja, das ist echt voll praktisch. Mhm. Eigentlich sollte man da statt uns zwar so Computer sprechen lassen. Ja, vielleicht sind wir dasselbe. Also wir sind schon Avataren. Mhm. Könnte es sein. Wir wissen es noch nicht. Den ganzen Tag wird uns was eingetrichtert. Naja, wird uns irgendwo ein Chip eingepflanzt. Mhm. Wir reagieren auf Knopf, nicht einmal auf Knopfdruck, sondern auf. Wir sind selbsterklärende Systeme. Auf jeden Fall triviale Systeme. Trivial sind doch drei, oder? Ja, wir sind ja nur zwei.
Das ist komisch, ne? Das ist aber ein duales System, oder? Aber vielleicht ist zwischen uns das Dritte. Heute haben wir zwischen uns den Trichter. Damit wir uns nicht so dual fühlen, so symbiotisch aufeinander angewiesen. Haben wir diesen Transformator. Fest, etwas gut. Na? Einmalig, das war wirklich eine blendende Idee. Das war fantastisch, dass du ein Requisit eingefordert hast. Ja, wahrscheinlich haben sie es uns eh nur alles eingeflüstert wieder vorher. Was meint ihr? Ja, man könnte ja annehmen, dass es doch ohne Einflüsterung ist. Es ist ja nur das Real, was wir glauben. Okay. Fragt sie, was ist angenehmer, dass wir das erfunden haben oder dass wir uns erfunden haben? Ja, was haben wir denn für Verpflichtungen, wenn wir es erfunden haben? Du denkst an Verpflichtung, ich denke an Freiheit. Was haben wir denn für Freiheit, wenn wir es erfunden haben? Da können wir immer weiter tun, immer was Neues erfinden. Aber sind wir dann nicht verantwortlich dafür? Was heißt Verantwortung? Wir geben dann Antworten, wir geben den anderen Antworten, weil wir wissen, dahinter ist dann Feind der Mitteilung. Ja, wir könnten ihnen ja Fake-Antworten geben. Ich denke mir immer, das Lügen ist anstrengender als das Wahrheitssagen. Da muss man das ist eine große Kunst und man muss aufpassen. Na, mein Nase ist ja schon lang. Ich habe schon viel Schmäh erzählt. Ja, ich sage, das ist so lange Nase, ist auch nicht schön, aber es ist so stupslos. Man will immer das, was man nicht hat. Ne? Aber Stups hast du nicht. Vogelnase. Ja, Vogelnase. Edle, Adler, Nase, ich weiß nicht. Die meisten haben die Nase nur mitten im Gesicht. Nee, aber früher stecken sie dann überall rein. Erkennt man daran einen Menschen, wo er seine Nase reinsteckt? Oder was die Nase reinsteckt? Ja, vielleicht ist das was Urmenschliches. Was Urmenschliches, sowas von den Urmenschen. Es genügt nicht einfach zu riechen, man will die Nase auch hineinstecken. Ja, das ist ja dann nicht nur ein olfaktorischer Genuss, sondern das ist ja was Haptisches. Ja, aber eine externe Nasenerregung und das pflanzt sich dann fort über die Haut. Das schwillt dann wow. Auf die Nase. Das schwillt der Kamm. Der Kamm, ja. Da kann man so geschwollen herumlaufen. Vielleicht spricht man dann deshalb durch die Nase. Ja, das ist dann so mehr wie in Hitzinger. Die Hitzinger, schön ist da, ne? Ja, die Nase. Der Papa wird schon reden. Der Papa. Der Hitziger Papa. Nicht die hohle Polunde. Na, da zeigt sich die hohe Geburt an den Polypen. Die brauchen nichts mehr riechen, die haben die anderen, die für sie riechen. Ruchlos kommt von geruchlos. Ruchlos? Ruchlos? Was ein Ruch eigentlich ist. Der steht im Ruch. Ja, der hat einen Geruch. Ja, ja. Der riecht gut, der kann sich das leisten. Der hat Dusch und der Saft. Und der macht sich ruchlos. Der macht sich ruchlos. Und dann weiß man immer, dass er da war. Früher haben wir gesagt, wo stinkt, da bleiben wir. Tatsächlich? Ja. Sogar ein Benefit. Da kann man sich sicher sein, dass da was Lebendiges ist. Also, obwohl, eine Papierfabrik stinkt da und da sind ziemlich tote Bahnen, die dort unterwegs sind. Misthaufen stinkt da. Aber Misthaufen ist eh tot, wo Menschen sind. Also, frischer Mist stinkt. Mist. Das ist zur Erde geworden. Ne? Er braucht, glaube ich,
den einen flüssigen Träger, damit er nicht duften kann. Aber weiß ich nicht, ob wenn man es denn abschließt, dann wird er ruchlos. Zuerst verpufft vielleicht das Gas, weil wenn man ganz dicht abschließt, dann ist drinnen Gas und ich weiß nicht, wie lange diese Hülle den Druck aushält. Vielleicht hebt dann das ganze Haus ab. Wenn man im Keller die Scheiße sammelt und das dicht abschließt, dann steigt das Methan auf. Ui, was passiert da? Da müsste man einen Physiker fragen, keine Ahnung. Den laden wir uns nächstes Mal ein. Den Herrn Meier vom Orf. Sinn. Sprechen ist eigentlich kein Sinn. Ne? Sprechen kann Sinn haben. Sprechen kann Sinn haben, aber es ist oft sinnlos. Mhm. Einen Sprechsinn gibt es nicht. Ja. Also, aber der Unsinn, der kommt nur mit der Sprache. Da gibt es einen sprachlosen Unsinn. Wahrscheinlich nicht. Der Unsinn, den musst du irgendwie beschreiben, oder? Der Unsinn. Manchmal weiß man es, dass das ein Unsinn ist. Manchmal fällt man auf die Nase und kommt drauf. Dann riecht man auch nichts. Genau. Aber der Geruch ist ein Sinn und der Geschmack ist ein Sinn. Ein Tastsinn. Realitätssinn. Jösses Maria. Realität das sicher nicht durch. Realitätssinn. Reha. Wenn man auf Reha fährt, dann tritt man aus der Realität heraus. Ne? Dann ist man völlig konzentriert auf die kaputten Wirbel. Ja. Der einzige Wirbel dreht sich um die Wirbel. Wir machen halt dann so Therapien. Mehr oder weniger sinnvolle. Ich glaube, ich auch. Lassen wir los.